Ich weiß, es war richtig, sie zu retten. Aber sie war am Ende richtig böse. Nicht böse? Du hast ihren Sohn getötet. Ihren Sohn. Den Tod eines Kindes können Eltern nicht leicht verkraften. Er wollte sie töten. Sie wäre gestorben, damit er lebt. Das können nur Eltern verstehen. Also dürfte ich dich töten? Wenn du stattdessen lebst. Ja. Hör mal. Es gab keine leichte Wahl. Für niemanden. Aber wir sind uns einig, dass du richtig gehandelt hast. Die Welt ist ein besserer Ort mit Freya darin. Nur, gebt ihr Zeit, Freunde. Ihr werdet sehen. Dann zurück zu Tyrs Tempel. Ein letztes Mal. Ja. Jötunheim wartet. Was haben die Baldir denn gekostet? Odin muss ihn überzeugt haben, er würde geheilt, wenn er euch nach Jötunheim folgt. Sicher nur Lügen. Warum hat die Myste den Bann gebrochen? Bannenmagie ist sehr mächtig, aber ihre Regeln sind nur schwer fassbar. Eine Hexe kann damit bestimmt umgehen. Oh, das ist alles so verdammt tragisch. Baldur war das größte Geschenk, das Odin Freya gab. Das einzig Gute aus ihrer Ehe. Sie wollte ihm nur Schmerz ersparen und sich selbst ihn zu verlieren. Doch solche Regungen lassen gute Eltern oft schrecklich dumme Entscheidungen treffen. Also, die Ehe mit Odin hat nicht gehalten. Aber wie endet sie früher allein im Wald? Oh, das war eine außergewöhnliche Gräueltat, selbst für Odin. Als ob die Heirat nicht schon Strafe genug war. Freya war besser zu ihm, als er es verdiente. Sie ertrug die schlimmsten Demütigungen. Und das alles nur, um ihr Volk in Frieden und Sicherheit zu wissen. Doch Odins Wahnsinn, seine Tyrannei, seine Korrumpierung ihrer Magie. Es wurde einfach zu viel und schließlich verließ sie. Odins Zorn war immens und er verfluchte sie weit schlimmer, als sie je geahnt hätte. Aber ihre Magie war stärker als seine. Nach so langer gemeinsamer Zeit kannte er ihre Schwächen und nutzte sie aus, um Flüche zu ersinnen, die sie nicht brechen konnte. Oh, die Midgard nicht verlassen zu können. Schlimmer noch, er raubte ihr ihren Kriegergeist. Freya kann nicht kämpfen, nicht einmal zum Selbstschutz. Sie darf keinem Lebewesen Leid antun, weder durch Schwert noch durch Magie. In einer so kriegerischen Welt bleibt ihr nur das Leben in Isolation. Arme Freya. An ihrer Stelle hätte ich dich wohl auch angestellt. Ja, Junge. Ich auch. Habt ihr den Alchemisten aufgespürt, den ihr finden solltet? Es geht los! Unglaublich, wir werden die Riesen sehen! Also, sofern alles nach Plan verläuft.
Nur zu, stelle Jittenheim ein und dann geht's los. Vermutlich. Junge, der Kopf. Nimm ihn. Oh, klar. Hab ihn. Hoffentlich explodierst du nicht oder so. Oh, hatte ich nicht bedacht. Vielleicht sollten wir das besprechen. Nee, wird schon gut gehen. Bereit. Oh, das ist unangenehm. Jetzt, Junge. Wir sind fast da. Und? Worauf warten wir noch? Ist es noch weit? Wir werden sehen. Auf ein Wort, bevor wir fortfahren. Also das Letzte, was ihr beiden da oben braucht, ist ein verwesender Kopf. Ich warte besser hier. Es geht um dich und den Jungen. Stimmt. Aber wenn dich jemand... Bei Sifs verdammt prächtigen Rundungen. Ihr habt es geschafft. Tut mir leid. Das mussten wir sehen. Oh nein. Nein, 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 nein. Ach, verdammt. Na schön. Passt so lange auf den Kopf auf. Ich kann das. Nein, ich kann es nicht. Na gut. Bereit? Komm. Oh, ich habe einiges mit dir vor. Kommt schnell wieder zurück. Bitte. Fehlt dir nichts ein.
Finger des Riesen. Vor uns ist der höchste Gipfel. Da vorne. Geschafft. Haben wir. Was machst du? Ich will nichts mehr verbergen. Können wir jetzt gehen? Es ist so nah. Junge. Junge. Nichts. Dachte nur, ich müsste Stimmen hören. Hallo, ist jemand hier? Sind wir hier? Sie sind wohl beim Verlassen von Midgard hier durchgekommen. Der Rest von ihnen. Odin und Thor, sie ruinieren alles für jeden. Wo sind sie jetzt? Die Riesen kamen in ihre Heimat zurück, um zu überleben. Aber haben sie es? Ich müsste sie fühlen, aber ich tu's nicht. Dieser Ort ist tot. Was ist passiert? Warum hat Mutter uns hierher geschickt? Eine Frage ist beantwortet und zwei neue stellen sich. Deine Axt. Und Mutter. Da. Sie streitet mit ein paar Riesen. Sie kannte Riesen? Das sind wir. Da trafen wir zum ersten Mal die Weltenschlange. Aber wie? Unser Kampf mit Baldur. Aber der war doch eben erst. Warte. Sie wussten alles, was geschehen würde. Der Drache im Berg. Der Steinmetz. Diese Zeichnungen. Das ist unsere Geschichte. Nein. Deine Geschichte.
Aber was bedeutet das? Dass ich nicht der Einzige war, der Geheimnisse hatte. Du wusstest nicht. Sie war eine Riesin. Ich bin ein Riese. Warum das Geheimnis? Sie schickte uns her, damit wir das hier finden. Aber warum so umständlich? Deine Mutter hatte sicher Gründe. Baldur war gar nicht hinter mir her. Er ist die ganze Zeit ihr gefolgt, ohne zu wissen, dass sie nur Asche ist. Sie hatte einen Plan für uns. Dem vertraue ich. Egal, was es ist. Außerdem lag sie noch nicht falsch. Na komm, wir sind dem Ende schon so nah. Ja. Ja, sind wir. Es ist Mutters. Sie war hier. Sie hat unsere Schritte vorausgesehen. Als wäre sie dabei gewesen. Sie hat uns beschützt und heimgeführt. Beenden wir es. Nein. Wir tun es gemeinsam. So. Ich hab dich lieb, Mutter. Die Riesen sind wirklich alle weg. Hier gibt's nichts für uns.
Komm. Also, Mutter war eine Riesin. Dann bin ich teils Riese, teils Gott. Und teils sterblich. Stimmt. Aber eine Sache verstehe ich nicht ganz. Mein Name an der Wand. Die Riesen nannten mich Loki. Loki. Den Namen wählte deine Mutter bei deiner Geburt. So musste ich ihr Volk genannt haben. Warum? Das klären wir ein andermal. Lass uns heimkehren. Es ergibt wohl alles einen Sinn, wieso wir sie herbringen sollten, zu ihrem Volk. Aber wusste sie, dass es hier so aussieht? Wollte sie, dass wir das hier sehen? Wollte sie, dass wir das weitererzählen oder geheim halten? Ich weiß es nicht. Was sollen wir tun? Ich überlasse dir, das zu entscheiden. Oh. Wieso habt ihr mich Atreus genannt? Ganz sicher nicht nach einem Gott. Nein, er war ein Soldat, ein Spartaner. Ein großer Krieger? Alle Spartaner sind große Krieger. Wir trainieren von Geburt an. Unser Leben bestand aus Disziplin, Pflicht, Kampf und Tod. Das Leben war hart und wir ertrugen es stoisch. Doch Atreus von Sparta war anders als der Rest von uns. Selbst in den dunkelsten Zeiten lächelte er. Er war glücklich. Er gab uns die Hoffnung, dass in uns, obwohl wir Kriegsmaschinen waren, auch Menschlichkeit steckte. Güte. Als der Tag kam, an dem er sein Leben in der Schlacht verlor, rettete sein Opfer zahllose andere und wendete die Schlacht zu unseren Gunsten. Ich trug ihn auf seinem Schild nach Hause und begrub ihn, wie in Sparta üblich, mit allen Ehren. Sein Andenken war ein Trost in dunklen Stunden. Wow, du hast eine tolle Geschichte erzählt. Ymir hat's verpasst.
verstehe, wenn du nach Hause willst. Aber ich wette, da draußen sind noch ein paar Valkyrien, die wir befreien können. Oder jemand anders, der Hilfe braucht. Vielleicht hat uns Mutter auch hierher geschickt, um anderen zu helfen. Ich meine, was würde Atreus von Sparta tun? Und was würde Loki tun? Komischer Name. Gut, dass wir deinen genommen haben. Vom Liebreiz der Zwerge. Was war denn, Mimir? Sie haben unangenehm ausgiebig Maß genommen und sich anschließend über das Wetter gezankt. Wohin sollen wir dich bringen? Wie wäre es denn vielleicht mit irgendwo anders hin? Extrem schlau, weißt du? Beinahe so schlau, wie er es selbst glaubt. Und er sammelt Prophezeiungen. Geht es um die Zukunft, kommt es in seine Sammlung. So kann er sich immer als allsehend und allwissend inszenieren. Aber es geht natürlich um Kontrolle. Kontrolle über die Zukunft, sein Schicksal. Er würde jedes Gebiet in jedem Land auf jeder Welt kontrollieren, wenn er es könnte. Er will jedes noch so kleine Widerstandsnest auslöschen, selbst wenn du nie eine Bedrohung warst. Es reicht, dass du eines Tages eine sein könntest. Wie du siehst, es ist nicht wichtig, wie er es vor euch wissen konnte. Es ist wichtig, dass er recht hatte. Schön heiß hier. Aber ist das Schnee? Asche.
So fällt sie nur bei großen Feuern. Diese ganze Welt ist ein einziges Feuer. Der Ursprung allen Feuers. Und auch der Sonne und Sterne, wenn man der Legende glaubt. Sollte man das? Ich meine, wir sind hier und verbrennen trotzdem nicht. Noch nicht. Naja, sie wird sich seit Urbeginn der Schöpfung stark abgekühlt haben, meint ihr nicht? Nibelheim ist ja heutzutage auch kein reines Eis mehr. Das ist die Natur der Dinge. Die Zeit mildert alle Extreme. Feuer kühlen ab, Männer werden alt und grau, Köpfe werden abgehackt und an Gürteln getragen. So ist das Leben. Wenn du meinst, Mimir? Hier, Junge. Noch eins. Der hier heißt Suter. Ein Feuerriese. Der erste und ursprüngliche. Er macht ein Feuerschwert. Eine legendäre Waffe. Er kämpft gegen Thor und Odin. Aber ist das die Vergangenheit oder Zukunft? Womöglich eine Frage der Perspektive. Vater, ich höre eine Stimme. Wieder ein Alp? Ich glaube nicht. Sie kommt von da oben. Die Stimme! Gleich hier um die Ecke! Oh! Es ist ein großes Schwert. Es will wissen, ob wir bereit fürs Training sind? Mach dich bereit, Junge. Ja, Vater. Yeah.
Können wir nicht wenigstens einmal Weihrauch finden? Der Geruch von Schwefel wird schnell langweilig. Sei bereit, Junge. Das bin ich. Achtung, von links!
Yeah.
Mimir, was hat dir die Schlange noch erzählt? Klang irgendwie wichtig. Es bedeutet sicher nichts. Die Schlange meinte, der Junge kommt ihr bekannt vor. Ich? Das ist unmöglich. Oh, dem stimme ich zu. Es sei denn, vielleicht sie spricht von etwas, was noch kommen wird. Es heißt, wenn Jörmungandr und Thor zu Ragnarok kämpfen, erschüttert dies den Baum des Lebens derart, dass er zersplittert und die Schlange durch die Zeit zurückschleudert, sogar vor ihrer Geburt. Was? Das ist doch verrückt. Ich hab doch gesagt, dass es nichts bedeutet. Ende der verdammten Welt. Ungefähr in der Reihenfolge. Noch eine Prophezeiung. Nein, Bruder. Laut Prophezeiung sollte das frühestens in ein paar hundert Wintern passieren. Ihr habt etwas verändert. Ihr wart nicht eingeplant. Ich sag dir, das ist Fimbulwinter. Ich spür's in meinem Schritt. Das ist der Große. Hör auf, das zu sagen. Du machst mich ganz nervös. Früher oder später muss es ja schneien. Das ist nicht nur Schnee, und das weißt du. Das ist die Endzeit. Wage es nicht, mich zur Stimme der Vernunft zu machen. Wir reden nur über das Wetter. Über diesen kleinen Kälteeinbruch. Damit will er sagen, dass Fimbulwinter bevorsteht, Jungs. Der Winter, der alle Winter beendet. Ich spür's in meinem Schritt. Ja, haben wir gehört. Wenn ihr auf dem Heimweg seid, bleibt in Bewegung und versucht, nicht zu sterben. Wenn ihr nicht auf dem Heimweg seid, gilt dasselbe. Ich brauche den Alchemisten für etwas, das ich euch zusammenbaue. Wenn ihr schlau seid, ihr...